Jo, servus zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin hier momentan mit der Misha in Barcelona und heute werden wir zusammen ein wenig Barcelona erkunden. Viel Spaß bei meinem heutigen Video. Wir sind jetzt in der U-Bahn, jetzt geht es Richtung Sagrada Familia. Hier sieht man vom Bach de Montichou. Und wie man es auch immer sagt, ist immer wunderschön. Geht hier so, hier sieht man, ich sehe das vielleicht noch besser, geht ein Bändchen hoch. Dann sieht man einfach hier die wunderschöne, riesige Stadt. Also, wenn ihr mal hier seid, in Barcelona, kommt ihr unbedingt auf den Hausberg hoch. Macht das. So, wenn man auf dem schönen Berg oben ist, dann hat man dann die wunderschöne Aussicht. Man sieht hier zum einen auf den Hafen und hinter eine riesige Stadt. Nein, also es lohnt sich wirklich und wir haben sogar wunderschönes Wetter. Super. Dann, wenn man da noch ein bisschen weiter hochläuft, den Berg noch ein bisschen weiter hochläuft, dann sieht man einfach wirklich wunderschön auf dem Hafen. Schaut mal das an. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber wunderschön. Also, um auf den Berg hochzukommen, kann man entweder ein Bändchen von unten bis Stadt. Man kann die normalen Busse nehmen oder es gibt einen Spezialbus, der ab der Linie 2 und 3 fährt, also der Metrolinie 2 und 3. Man kann den Bus nehmen und fährt eben gratis hier auf den Berg hoch. Finde ich eine super Idee. So, wir sind jetzt mit dem Expressbus wieder in die Stadt gekommen. Jetzt, wir haben aber Hunger, jetzt mal schauen, ob wir irgendwie etwas zu beißen finden. Aber wir haben vorher wirklich schon ein paar Sachen gesehen und mal schauen, ob wir etwas finden, was uns passt. So, wir sind jetzt hier beim Efasane Istanbul. Gibt es etwas Dürümartiges oder Kebabartiges? Ist auch sehr lieb. Mit der Verständigung ist es einigermaßen gegangen. Und ja, jetzt gibt es etwas zu beißen. Goodbye, thank you very much. Goodbye. Have a nice day, bye. So, wir haben jetzt fertig gegessen. Mega fein gewesen. Und jetzt gehen wir das Fußballstadion von Barcelona anschauen. Oder mal schauen, ob wir es finden. Wieder mit der U-Bahn. Thank you.
Eigentlich hat es hier ganz viel Fahnen an diesen Fahnenstangen, aber heute auch nicht. Naja, wer genug hat von der Stadt, kann gerne hier ein bisschen an den Strand kommen. Es ist recht gemütlich und ich glaube, die Wassertemperatur ist etwa 15 Grad. Also recht angenehm. Aber wir waren hier so am Warten, bis ein Dampel grün wird. Und dann sieht man auch hinten dran so einfach einen wild gewachsenen Mandarinenbaum. So, unser letzter Punkt oder unsere letzte Sehenswürdigkeit, die wir heute schauen, ist die Kathedrale de Barcelona und vielleicht noch La Rambla. Also, soll ich euch mit erzählen? Also, wisst ihr, wieso ein Giraffe den Kopf so weit oben hat? Nicht? Ja, weil der Hals so lang ist. Oder wie heisst ein chinesischer Bergsteiger? Hing am Hang. So, unser Tag hier in Barcelona ist jetzt durch. Ich gehe jetzt zurück ins Hotel und dann etwas zu Nacht essen. Aber bevor es Nacht gibt, zeige ich euch jetzt mal noch unser wunderschönes Group Hotel Gran Via. Wunderschön aus, mega schön und das Gefühl, es ist auch sehr liebe Leute hier, Leute, die eine Rezession arbeiten. Wir haben sogar ein Room-Update bekommen, was man eigentlich nie bekommt. Aber jetzt haben wir es tatsächlich nicht geschafft und jetzt sind wir gegangen. Wie jedes normale andere Hotel auch. Und eben, wir haben einfach gratis ein Room-Upgrade bekommen. Vom Basic Zimmer so ein kleines mehr Besseres. So, und jetzt zeige ich noch unser Zimmer. Dann ist das Zimmer 107. Eigentlich hier aussen eine der Hauptverkehrsadern von Barcelona geht, ist es extrem ruhig. Also wir schlafen hier schon eine Nacht und man merkt überhaupt nicht, dass eigentlich hier aussen so eine laute und fast eine Schnellstrasse ist. Also wirklich super Hotel für diesen Preis, kann man überhaupt nicht sagen. Wir haben jetzt 170 Franken gezahlt für zwei Nächte für zwei Personen. Also kann man nicht sagen. Nein, wir sind nicht plötzlich zu Paris, wir sind immer noch zu Barcelona. Hier zu Barcelona hat man sich einfach auch gedacht, komm, bauen wir doch einfach ein Arc de Triomphe wie zu Paris. Wieso nicht?
eigentlich ist jetzt das voll ungelandet, hey, aber vorher habe ich so zu einem Chinesen gefragt, ja, was zum Flugabwehren geht. Dann haben wir so gezeigt auf dem Handy, oder? Und dann sind sie eingestiegen in die U-Bahn und ja, adieu, merci vielmal. Und dann steht dann einfach noch ihren Rucksack. Und jetzt fahren wir dann irgendwie nachher, aber sie sind in der nächsten Station, wir fahren jetzt wieder zurück. Schauen, ob wir die irgendwie, ob wir dann irgendwie den Rucksack zurückgehen. Wir kehren aus denen, wir schauen auch nicht rein. Aber wir können Pass und Flugticket und können alles drin sein. Und der in den Flieger geht in den Danger. Also, mal schauen, hoffentlich finden wir sie wieder. Also wir haben es jetzt tatsächlich geschafft. Die Götze geht dann fort. Wir haben es noch zurückgegeben, Schwemm gehabt. Und sonst... Obacht! Ja, ist einfach zur Polizei gegangen. Hoffentlich kommt es gut, was jetzt die machen. Und tschüss. Ja, voilà. Wie kannst du uns erklären, was wir da haben? Also, meine Damen und Herren, hier essen wir Panizza. Spanische Panizza mit Käse und Schinkenbits drauf. So viel ich weiß. Und jedenfalls wünsche ich uns mal einen guten. Ja, voll, das war es schon wieder mit meinem heutigen Vlog hier durch Barcelona. Hoffentlich hat es euch auch so gefallen wie mir. Und wenn ihr meinen Kanal wieder unterstützt, abonniert doch meinen Kanal. Und wenn euch das Video gefallen hat und cool findet, was ich hier mache, dann zeigt mir doch das mit einem Daumen gegen oben. Merci vielmals fürs Zuschauen.